Da haben wir unsere 7er Soße mit so ca. 10.000 Scoville. Mhm. Da haben wir unsere Bonfire Chili Extrakt mit 666.000 Scoville. Die nächste Variante sind wir bei 1 Million Scoville. Die vierte ist dann 2 Millionen. Du hast auf jeden Fall nicht gegeizt, ne? Nee, soll ja auch Wirkung zeigen. Und die letzte Variante sind wir bei 3 Millionen Scoville. Ja, dann mal guten Appetit. Danke dir. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum nächsten Schärfe-Video. Wie ihr hier oben schon sehen könnt, nicht da, sondern da, sind wir heute bei der Kult-Currywurst-Bude, die Currywurst in Bochum, hier im Ruhrpott, die legendärste Currywurst, die es hier geben soll. In verschiedensten TV-Shows, in verschiedensten YouTube-Videos wurde diese Currywurst schon getestet, wurde über die Currywurst-Bude berichtet. Und ja, ich bin heute hier natürlich, um nicht nur die Currywurst zu testen, weil die soll legendär sein, sondern natürlich die schärfsten Currywurst-Level zu testen. Letzte oder vorletzte Woche war ich ja in Osnabrück beim Currywurst Inferno, habe meine erste scharfe Currywurst gegessen und bin da so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was das Thema scharfe Currywurst angeht. In den letzten Jahren sind die Currywurstbuden an sich ein bisschen zurückgegangen, habe ich so ein bisschen festgestellt beim Recherchieren. Da ich jetzt gerade in Bochum war und gesehen habe, das ist die legendärste Currywurstbude, die es hier gibt im Pott und die auch sehr bekannt ist, dachte ich mir, kommst du mal her und wir testen sie mal an. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, bestellen und lass uns mal ein bisschen beraten, was für Soßen es gibt, wie ist es aufgebaut und vielleicht auch ein bisschen die Geschichte über die Currywurst. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade reingekommen, hier beim lieben Gerd, das ist der Inhaber, ja? Ja, genau. Von die Currywurst hier in Bochum im Pott. So, ich habe gerade eben beim Einspieler gesagt, dass wir hier in Bochum sind und dann habe ich gerade direkt eine erste Rüge bekommen. Nee, also wir sind hier wirklich nicht in Bochum, wir sind hier in Herne im Stadtteil Wanne-Eickel. Aber die Wanne-Eickler sind natürlich stolz, Wanne-Eickler zu sein, also sind wir hier in Wanne-Eickel. Wollte ich mal eben ganz kurz klarstellen. Ich habe gerade schon gesagt, das ist ja die Kult-Currywurst-Bude hier im Pott. Ja, wir sind schon über die Grenzen hinaus bekannt durch unsere leckere Currywurst, natürlich auch für unsere scharfe Currywurst. Ja. Macht ihr auch hier richtiges Schärfe-Wettessen eigentlich für euch? Klar, also einmal im Jahr ist immer ein Schärfe-Wettessen, immer zu unserem Geburtstag am ersten Wochenende im September. Ah, okay, das müssen wir mal merken, das ist gut, ja. Kann man sich dafür anmelden dann immer direkt oder muss man qualifizieren? Nee, da kann man sich anmelden. Ja. Ich meine, mal gucken, was du gleich kannst, vielleicht gibt es sogar eine Wildcard. Wollen wir mal ausprobieren, ne? Was du mir so zubereitest und zauberst gleich. Ja. Ich habe schon gesprochen mit dem Gerd, also die vegane Currywurst ist leider gerade nicht da. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil es ja um die Schärfe an sich geht, dass wir das heute mit Pommes machen. Und da hast du ja gesagt, da kriegen wir auch eine gute Möglichkeit hin, das mal so ein bisschen ans Limit zu bringen, ja? Bringen wir hin. Also die Soßenmenge wird genauso sein wie bei den einzelnen Currywurststückchen. Ja. Wollen wir mal gucken, was ich da am Ende vertrage. Also, du möchtest Pommes mit... Mit wie viel scharf sollen wir denn anfangen? Was hast du für Level? Von 1 bis 10? Ja, genau. Also diese Skala ist natürlich nicht jetzt für dich ausschlaggebend, sondern für den, ich sag mal, Kunden. Ne? Ja. Es sind mehrere Currysoßen, die einfach 3 und 4 ist eine ganz normale Currysoße, die 5 und 6 ist eine kräftige Currysoße und ab der 7 wird es dann scharf. Okay. Die 7 hat dann so ca. 10.000 Scoville. 10.000 nur? 10.000 nur, aber nicht das, was reinkommt, sondern das Produkt als solches. Ja. Ne? Bei der 8 bekommst du halt 6 Tropfen unserer hauseigenen Bonfire-Soße mit 666.000 Scoville auf die Pommes und so ein bisschen 7er Soße drüber. Wir können das natürlich steigern, wenn du möchtest, mit weiteren Schärfegeschichten. 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, 5 Millionen. Okay, ne? Dann würde ich einfach mal sagen, lass es doch mal irgendwie vielleicht so insgesamt 4 Stufen machen, dass ich mich so rantaste. Ja. Fangen wir mit einer an, was du denkst, sag ich mal, und dann bastelst du mal so ein bisschen was und dann gucken wir einfach mal, was geht. Wollen wir das dann nacheinander oder machst du mir da die... Ich mach dir das auf so einem großen Teller in einer Reihe, damit du auch nicht durcheinander kommst. Okay, dann machen wir das so. Perfekt, cool, danke.
Jetzt kommt da ein Tropfen drauf, hast du? Genau, jetzt machen wir da eine Lage Bonfire drauf. Ein Tropfen reicht dir ja nicht. Ne? Das ist zum warm werden jetzt, oder? Das ist deine scharfe Platte für gleich. Oh, die sieht ja zähflüssig aus, ne? Ja. Was hat die jetzt? Die hat 1 Million Scoville. Oh, ich ahne echt Böses, ey, muss ich sagen. So. Hier haben wir dann 2 Millionen Scoville. Wie oft werden die ganzen Soßen bestellt? Also die heftig scharfen Soßen? Ja, also es gibt schon hier und da immer mal jemanden, der das ganz gerne möchte. Aber die Regel ist natürlich auch hier bei uns im Laden, wir kommen eigentlich mit dieser 666.000er Geschichte eigentlich gut aus. Ja? Mal für den Normalen, der einfach noch scharf essen möchte, ne? Ja. Und so Verrückte wie ich, die so Challenges machen, die essen dann nochmal die Scharfen, ja? Ja, die probieren es dann nochmal, ne? Habt ihr da irgendwie eine Art Vorgabe, wenn jemand so Challenges macht, was Trinken angeht? Also, wenn wir unsere Wettessen veranstalten, dann ist das halt schon ein richtiger Wettbewerb. Also, du darfst nicht aufstehen, du darfst nicht zur Toilette gehen, du hast keine Hilfsmittel. Einzige, du bekommst Toast und stilles Wasser. Ah, währenddessen? Während des Wettessens. Okay. Ja? Aber eben nichts mit mal einen Schluck Milch trinken oder mal 10 Minuten Pause machen. Das ist nicht, ne? Wenn du brechen müssen solltest, bist du raus. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Also, nochmal zur Erklärung. Da haben wir unsere 7er Soße mit so ca. 10.000 Scoville. Mhm. Da haben wir unsere Bonfire Chili Extrakt mit 666.000 Scoville. Die nächste Variante sind wir bei 1 Million Scoville. Die vierte ist dann 2 Millionen Scoville. Du hast auf jeden Fall nicht gegeizt, ne? Nee, soll ja auch Wirkung zeigen. Und die letzte Variante sind wir bei 3 Millionen Scoville. Ja, dann mal guten Appetit. Danke dir. Ich hab dir auch schon mal was zum Nachspülen. Was zum Nachspülen dagegen gestellt. Mit leckerer veganer Mayo. Die ist übrigens. Ist echt vegan? Ja. Oh, perfekt. Ja. Danke. Dann wollen wir mal anfangen. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Oh, geschmacklich ist es schon mal sehr, sehr lecker. Geschmacklich sehr lecker. Ja, das ist ja auch eigentlich das, was uns hier auszeichnet. Wir haben für jeden Geschmack oder für jede Schärferichtung eine extra Soße. Also nicht eine mit mehr Wasser als die andere, sondern aus unterschiedlichen Zutaten. Mhm. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, alles was spät brennt, brennt heftig. Ja. Also die 10.000 Scoville, muss ich sagen, schmeckt mega lecker. Von der Schärfe her breitet sich gerade wirklich so ein bisschen wie Chili aus, einfach nur. Ich fange jetzt wieder an zu schwitzen, das ist bei mir immer so ganz schnell. Ja. Aber grundsätzlich ist sie wirklich noch angenehm. So. Und das kleine Stück nochmal hier weg. Aber die erste Stufe haben wir geschafft. Jetzt kommt die 660.000er, die Bonfire. Bonfire Eigenkreation, ne? Unsere eigene, hauseigene Soße. Okay. Nehmen wir am besten mal die alles im Mund. Da ist genügend Soße drauf. Ich schmeck mal sofort die Schärfe raus. Das ist natürlich ein großer Unterschied schon mal, ne? Die erinnert mich sofort an diese Gewürze von der Death Nut. Also, kennst du die Death Nut Challenge? Das sind so Nüsse, ganz scharfe. Ja. Bis 16 Millionen haben die und das kommt sofort ein Geschmack durch, ja, ja. Okay, der muss ein bisschen Zeit geben, ne? Ja, klar. Lass mich ein bisschen wirken. Jetzt nehmen wir noch mal eine zwischendurch. Habt ihr da immer so Zeiten, ab wann die nächste Stufe gegessen werden darf oder muss? Ja, also bei den Wettessen ist es halt so, dass das zwar nicht zeitbegrenzt ist, aber je nachdem, wie die anderen sich so verhalten, so eine Runde dauert 2, 3, 4 Minuten, aber eben keine 20 Minuten. Okay, also mal kurz wirken lassen und dann die nächste, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Aber die merke ich schon gut auf der Zunge. Das heißt, die Bonfire-Soße, weil die zweite Soße, die ich bekommen habe, die war schon echt 660.000 Scoville. Mein Mund brennt schon ordentlich. Ich merke ein bisschen meine Speiseröhre, meinen Magen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es noch aushaltbar. Also der Schweiß fängt auf jeden Fall an schon mal zu wirken bei mir. Aber ihr kennt es ja schon. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir die nächste. Da haben wir jetzt die 1 Million. Ich versuche jetzt mal direkt so viel wie möglich auf einmal reinzubekommen. Guten. Oh,
Den geilen Geschmack. Was ist das? Die 1 Million jetzt, den richtig süßlichen Geschmack. Süßlich, ja. Ne? Ja, die einzelnen Chili-Extrakte sind natürlich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen hergestellt. Ne? Okay. Die macht mir Angst, weil die wirkt noch nicht. Die dauert immer. Die zündet dann auf jeden Fall spät. Okay, ich bin gespannt. Also die 1 Million Skoville habe ich jetzt gerade gegessen. Und noch spüre ich nichts. Mein Nacken fängt an zu schwitzen. Da läuft es schon, der Schweiß. Okay. Also die entfaltet sich jetzt noch nicht, die 1 Million. Okay, so langsam kommt sie doch im Hals an. Okay. Also jetzt langsam entfaltet sie sich im Mund. Dann würde ich sagen, die 2 Millionen haben wir jetzt. So, da haben wir jetzt 2 Millionen. Da hat Gerda auf jeden Fall nicht gegeizt. Die hatte voll gemacht bis oben hin. Mit Soßenextrakt. Die macht was ganz Komisches am Gaumen. Ich dachte, ich komme heute Mittag mal her, so gegen 12. Dann ist bestimmt noch nichts los hier, aber die Bude ist voll, wenn ihr das sehen könntet. Das ist echt krass. Okay, also die Schärfe entwickelt sich gerade im Mund extrem. Okay. Okay, Leute. Das ist schon eine andere Hausnummer gerade. Die wirkt schon gut. Ich habe eine vegane Mayo, vielleicht neutralisiert die ein bisschen. Die zündet gut, ja? Okay, das heißt die 2 Millionen, also ich merke, die fühlt sich jetzt gerade auf jeden Fall so an, wie die vor 2 Wochen gegessen habe. Gerne mal im Video nachschauen. Die hatte auch 2 Millionen Scoville, Currywurst entfernt und Osnabrück. Da komme ich gerade auf jeden Fall so diese Vibes wieder zurück. Und mir steht noch eine Stufe bevor. Wie viele Stufen hast du insgesamt danach noch, nach die 3 Millionen, die ich jetzt hier habe? In aller Regel reicht das den Kunden in der Form, wie wir das jetzt gerade da gebastelt haben, ja, für dich. Ja. Und wenn du bis 16 Millionen gehst, wie viel würden also noch kommen? Bei unseren Wettessen ist es so, dass wir mit der 9 auf unserer Skala anfangen. Ja. Danach geht es dann halt weiter in, je nachdem wie die Jungs durchhalten, 5, 6, 7 Stufen. Okay. 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 9 Millionen und so weiter. Von außen betrachte, wie schlage ich mich? Noch bist du ganz gut dabei. Gab schon viele Leute, die sehen schlimmer aus. Kommt gleich noch, kommt ja noch. Die 2 Minuten ist drin, vielleicht 2-3 Minuten habe ich es jetzt schon, glaube ich. Die zündet auf jeden Fall richtig ordentlich. Jetzt haben wir nochmal hier schön das finale Grande für die Runde auf jeden Fall. Mal gucken, ob noch mehr geht. Da haben wir jetzt 3 Millionen. Also ihr seht schon, dass da auf jeden Fall das Extrakt ordentlich drauf ist. Das ist schon eine Überwindung, jetzt hier wirklich zu essen, muss ich sagen. Aber oh. Nimm den Rest noch mit auf. So. Okay. Die macht mir noch mehr Angst. Die merke ich nämlich jetzt noch gar nicht. Okay, die kommt auch ordentlich. Oh. Ich habe gerade die letzte Stufe gegessen. Also die kommt ganz langsam gerade hoch. Jetzt kommt die gerade, okay. Also hier stehen ungefähr 30 Leute im Laden. Aber einige davon gucken mich an und lachen. Würde ich aber genauso machen. Okay, ich werde aber eine Stufe dazu nehmen, die 4 Millionen Scoville. Aber auf 16 Millionen werde ich auf jeden Fall nicht kommen. Also ich merke auf jeden Fall auch gerade wieder so ein bisschen ein dumpfes Gefühl auf den Ohren. Ein bisschen Kreislauf, aber ich habe gerade gesehen, was er drauf gekippt hat. Da lief. Okay, ich zeige euch mal eben kurz, was er da gemacht hat. Ich habe jetzt gerade mal die 4 Millionen gebracht. Und er hat so viel Soße drauf gemacht. Ist es aus Versehen passiert oder kommt da immer so viel Soße drauf? Bei dir muss da so viel Soße drauf. Oh. Aber wenn ihr vielleicht sehen könntet, die Entwicklung ist schon wieder da. Also ich struggle auf jeden Fall jetzt gerade, ob ich die 4 Millionen mir jetzt reindrücken soll. Also ich kriege gerade echt ein bisschen Kreislauf. Danke. Glaubt man gar nicht, ne? Also diese ganzen verschiedenen Schärfe-Sachen. Ich habe auch bis zu 16 Millionen Scoville, aber halt in Form von
Gewürze gegessen. Das ist natürlich was anderes als so eine Soße, ne? Na klar. Und es ist auch immer so, ich höre ja hier jeden Tag, ich habe da und da schon 2 Millionen gegessen. Hat den Vergleich. Wenn du natürlich einen Tropfen von der 2 Millionen in irgendwas reinrührst, was nichts hat, ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Oh. Oh Gott, ey, ich sterbe gerade. Also noch kneifig, muss ich sagen. Noch was? Jetzt gerade kneifig ein bisschen. Ja. Die 3 Millionen kommen gerade richtig durch. Also ich bin aber echt überlegen, ob ich jetzt essen soll. Ich habe ein bisschen Kreislauf. Ja, also man sollte eigentlich irgendwann mal selbst entscheiden können und müssen, ob das denn noch sinnvoll ist, weiterzumachen. Das ist nicht das Problem, was du im Mund hast. Das geht ja nach 10 Minuten wieder weg. Ne? Morgen früh habe ich Spaß. Ja. Also Leute, ich muss sagen, schade um die Soße, aber ich werde aufgeben müssen. Also ich habe echt Kreislaufprobleme. Ich merke richtig so ein schummriges Gefühl im Körper. Also mir geht es soweit gut, ich klappe auch nicht um. Aber ja, doch, mein Körper reagiert schon heftig davon. Hätte ich nicht erwartet, dass die so krass reagiert oder so krass wirkt. Gerd hat mir gerade ein bisschen erzählt, dass er schon, ja, auch schon darauf achte, dass sich die Leute nicht überschätzen und dass man selber halt ein Gefühl bekommen sollte, wann man aufhört. Und ich muss echt sagen, mein Gefühl ist jetzt da jetzt zu stoppen. Ich habe echt gedacht, wo ich hierher gefahren bin, Gerd, dass ich vielleicht die 16 Millionen schaffe, aber 16 Millionen hatte ich schon mal gegessen, was ich gerade sagte. Aber Soße in Verbindung mit was Warmen und in der Konzentration, wie sie das hier machen, ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Also wer das mal ausprobieren möchte, ich dachte gerade schon, 50, 60 Kilometer oder auf dem Weg von München nach Hamburg. Leute fahren hier extra ab, um diese Currywurst zu probieren und um auch die Soßen zu probieren. Sollte wirklich mal hier vorbeikommen. Ich werde es unten in der Beschreibung mal markieren. Ich glaube, der Name spricht für sich. Die meisten werden ihn kennen, gerade die so ein bisschen Currywurst-affin sind und auch Schärfe-affin sind. Kommt gerne mal vorbei und testet das hier mal aus. Also, ich bin auf jeden Fall raus. Okay, Wildcard habe ich auf jeden Fall nicht gewonnen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe außerhalb des Gala gegessen. Bis 10 ist quasi für alle, die jetzt normal scharf essen, möglich. Und Stufe 3 von ungefähr 7 Stufen. Ja, ne? Ja. Beim Schärfewettessen habe ich jetzt ungefähr geschafft. Die 4. mit den 4 Millionen Skill, da werde ich auf jeden Fall jetzt nichts machen. Mir ist richtig kalt gerade, habe ich noch nie erlebt. Ja. Also ich habe letztes Mal beim Currywurst-Essen in Osnabrück, Currywurst-Inferno heißen die, ja, das erste Mal einen Anflug von Schluck auf gehabt. Vorher noch nie und jetzt habe ich das erste Mal, dass mir richtig kalt wird. Also das habe ich noch nicht gehabt. Crazy. Okay, Leute. Die Soße lassen wir jetzt hier. Die gebe ich wieder mit zurück. Ich habe richtig Schüttelfrost. Aber ich bin richtig runtergekühlt von meinem Schwitzen jetzt. Ich bin echt wirklich am Limit gekommen. Also für alle, die sich mal mit dem Schärfe-Essen testen wollen, kommt hier gerne mal her. Der Gerd macht das richtig gut. Der hat jahrelange Erfahrung, hat noch 30 Jahre. Wir veranstalten einmal im Jahr immer zum Jahrestag ein Schärfe-Wettessen hier. Und dementsprechend haben wir auch super Erfahrung damit für Leute, die einfach Schärfe austesten wollen. Hoffen einfach mal, dass mein Magen mitmacht. So, meine Lieben. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Wie gesagt, die 3 Millionen habe ich geschafft, aber mehr traue ich mir nicht zu. Mein Körper reagiert auf jeden Fall. Mir ist echt kalt, ich habe Schüttelfrost. Und ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an den Gerd. Echt wirklich super bei euch gewesen. Auch cool, wie du das gemacht hast. Ich meine, du hast ja die Erfahrung durch deine Schärfewettessen auch, ne? Und für alle, die es mal ausprobieren möchten, kommt gerne mal hierher, testet das mal aus und ja, wir sehen uns gleich draußen zum Fazit wieder. Ich hoffe, wir konnten dir bei der Schärfe helfen. Ich konnte mir auf jeden Fall helfen, an mein Limit zu kommen, ja? Ja. Was für heute auf jeden Fall mein Limit war. Danke auf jeden Fall vielmals. Ja? So, jetzt bin ich raus aus die Currywurst. Ich muss sagen, es war wirklich sehr lecker. Also gerade die Bonfire-Soße, die Eigenkreation mit den 660.000 Scoville, die schmeckte wirklich sehr, sehr gut. Die war schon übelst scharf, aber schmeckte auch dementsprechend richtig, richtig gut. Also die kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ja, so ein kleines Fazit. Wo würde ich die einzelnen Stufen einstellen? Kann ich sie vergleichen? Grundsätzlich würde ich sagen, alleine von meiner Körperreaktion ist es definitiv in dem Bereich Carolina Reaper. Doch, wir sagen Stufe, also das zweitschärfste, was ich gegessen habe, einfach nur von der Körperreaktion und von der Reaktion im Mund und die Entwicklung im Mund. Denn danach kommt dann die Currywurst, die ich vor 2 Wochen gegessen habe beim Currywurst Inferno in Osnabrück. Aber hier muss ich sagen, war es noch mal eine Schippe drauf, weil es hier auch noch schärfer gewesen ist im Gesamten. War auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Also wirklich herzensgute Menschen hier, der Gerd und sein Team. Kommt auf jeden Fall wieder her. Solltet ihr mal in der Nähe sein oder mal hier langfahren, würde ich euch wirklich empfehlen, geht hier mal rein, alleine für den Kultstatus und probiert einmal die Currywurst. Die soll nicht nur scharf sein, sondern auch wirklich super, super lecker. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Marcel.